und jetzt willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung, aber nur im kleinen Sinne. Ja, die 1.48 ist ja da, wissen wir ja alle. Und jetzt ist natürlich auch der Scania von Eugene geupdatet worden für die 1.48. Da ist er. Hier. Das kann man dann ganz schön hier nicht, wenn ihr denn nicht wisst, wie, woher sehe ich das hier an den Änderungshinweisen, dann seht ihr hier quasi, das am 12. August um 17.25 Uhr. Wurde hier der LKW nochmal geupdatet, nämlich am 13. April war es für die 1.47 und hier ist es jetzt für die 1.48. Ne? Steht halt nicht drin, hat es halt nicht reingeschrieben, aber das ist jetzt hier quasi das Update. Wenn ihr diesen Scania nutzt, nutzt natürlich auch das Scania HS Schoch dazu, wenn ihr das DLC habt, genauso wie das Mighty Griffin DLC, sowie Plastikgedöns, ne? Oder kein Plastikgedöns, oder das Kabin DLC. Im Groben und Ganzen sieht dann der LKW, Moment, jetzt, da ist es, in Farbe in Bunt, P, G, R und S, das sind ja unsere LKWs, die hier mit am Start sind in diesem Paket, weil die haben wir ja original nicht von SCS, aber das wissen wir ja, P und G. Und dann könnt ihr hier sozusagen nochmal tunen, alles ein bisschen besser, ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel diese Raced-Variante, ne? Die hier zum Beispiel, ne? Für unser Low-Deck. Für die Schisten, ja, was nämlich nicht muss ist, ne? Da könnt ihr noch andere Reifen drauf machen und das alles ein bisschen dicker machen hier das Ganze, ne? Ganz toll. Also das könnt ihr dementsprechend noch basteln und tun. Wenn ihr das natürlich dann mit dem HS Schoch noch habt, Moment, wo ist denn der HS Schoch? Genau, Lampbügel hier zum Beispiel, da ist es, HS Schoch, ja, ne? Ja, klar. Genau, hier zum Beispiel, da könnt ihr die noch mitnutzen. Das funktioniert auch. Und ansonsten gibt es natürlich hier viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier Kennzeichenhalterung. Aber ich glaube, ich brauche euch das nicht alles vorplappern. Ich glaube, das müsstet ihr theoretisch schön wissen, hoffe ich. Ne? Haben wir schon mal durchgekaut, x-mal. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass das hier funktioniert. Genauso wie das Scania-Logo hier jetzt in Silber ist. Aber das wissen wir ja auch schon, dass wir hier, ich gehe mal hin, für die Leute, die es nicht wissen, hier in Schwarz oder in Alt haben, in diesem eckigen Format oder dann auch in Chrome oder in Lackiert, geht es ganz genauso, könnt ihr das dann hier machen. Ne? Und das zieht sich logischerweise durch, wie schon gesagt, vom Scania P bis Scania Gustav, da natürlich auch in der Highline-Variante, das funktioniert auch noch. Ne? So, dann gehen wir nochmal raus hier, nur dass ihr es nochmal gesehen habt, hier Scania G. Und da gibt es, wie schon gesagt, noch viel mehr Möglichkeiten, wie halt den von Original SCS. Ne? Also einfach nochmal ein bisschen überarbeitet das Ganze. Richtig, richtig schnieke das Ganze. So, ich werde euch mal ein bisschen was zusammenfriemeln. Auch hier nochmal die zum Beispiel die Inchmurz-Aufkleber. Gibt es ja auch von SCS so in der Form nicht. Aber hier sind sie als Beispiel wieder mit dabei, dass ihr es einfach mal seht. Und ich bastle euch das jetzt mal kurz zusammen und dann noch zum kleinen Endergebnis, dass ihr mal seht, was kann ich dann aus diesem Scania-Paket, was kann ich da noch so machen. So, jetzt hier einfach nochmal eine klitzekleine Zusammenfassung, wie es jetzt hier aussehen würde, der in dem Fall jetzt der Scania G. Ich habe jetzt wie gesagt diese Race-Variante genommen. Warum? Weil er jetzt beim normalen Auflieger natürlich der Spoiler ziemlich weit unten liegt, original halt auch, ne? Und mit dieser Race sieht es halt dann noch ein bisschen besser aus hier, weil der G ist halt ein bisschen kleiner, das Ganze hier, ne? Ihr seht vorne auch diese Scania-Logos hier und die Bezeichnung Scania G370 Pferd ist dann hier auch nochmal schwarz dargestellt. Wir haben dann auch oben nochmal hier diese Corner-Kamera, wie ihr die sehen könnt, hier oben im Eck. Ne? Das ist die Corner-Kamera, da sieht man es besser. Und im Interieur ist sie dann da. Ne? Das ist ja dann auch nicht original von SCS. Funktioniert auch hier, wenn ihr mit der Kamera Zoom arbeitet. Ne? Das funktioniert ganz genauso. Ne? Also richtig feine Geschichte, das Ganze hier. Kann ich nur empfehlen, gerade für die Leute, die voll Bock auf Scania haben, muss nicht immer der Scania R und S sein. Aber wie gesagt, da geht es natürlich auch ganz genauso. Das ist, glaube ich, klar. Aber hier jetzt in dem Fall würde es halt dann so aussehen hier beim Scania G, den ich eigentlich richtig schick finde und ich öfters mal auf der Bahn sehe. Coole Sache. Ja. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr sagt, oh, wie sieht das denn aus, wenn es dunkel ist, kann ich euch mal kurz zeigen, nur mal zum Testen. Denn hier vielleicht auch zu beachten ist natürlich unten, diese ja, Nebelleuchten, die ja hier beim Standlicht schon mitleuchten. Hier sieht man es unten ganz gut eigentlich, ne? Und oben halt in der Sonnenblende hier habt ihr einmal weiß und in der Mitte dreimal orange in dem Fall. Ne? So, andere Licht noch anmachen. Dann sieht das so aus. Habe ich alle Lampen angemacht? Ja, ne? Ich glaube schon, ne? Nee, hier nicht. Zack, zack. So, jetzt, so, jetzt passt. Genau, man sieht es jetzt in dem Fall so aus. Also diese Nebellampen leuchten dann immer mit und das finde ich eigentlich auch richtig gut. Kann man separat einstellen. Für die Leute, die es nicht wissen. Für Standlicht, für Abblendlicht und für Fernlicht oder ihr lasst es komplett aus. Dann habt ihr es einfach nur das Zierde, wie wir es ja eigentlich von SCS schon kennen, das Ganze, ne?
Also richtig schicker Mod hier, oder sagen wir es anders, ein schönes kleines Update, damit das auch wieder jetzt auf 48 läuft. Das ist immer ein Mod, der immer gefragt wird. Geht dann der Scania schon von Eugene? Ja, und da ist jetzt hier logischerweise das Update, darf der jetzt 48. Genau. So, dann wisst ihr Bescheid, sieht auf alle Fälle ganz schick aus. Müsst ihr nochmal einfach mal eine Runde damit driven. Bringt Frohsinn. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr es natürlich gerne machen. Einfach kommentieren. Entweder hier oder im Steam Workshop. Da ist der Mod nämlich her, meine Damen und Herren. Ansonsten hier auch kommentieren gerne. Ansonsten Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Scania GPR und das natürlich von Eugene aus dem Steam Workshop. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und adios.